Danke sehr. Damit wir dann da vorne abbiegen können. Dachte ich mir fast, dass es rot wird, bis wir kommen. Ja, so lassen wir es. Von Low Low kann man dann auf 1 High schalten. Oder 2 High. So, da vorne geht es auch schon links weg. Natürlich erwischen wir wieder eine rote Ampel. Sehe nichts Neues. Hier haben wir zum Beispiel nur 35 Frames in-game, ne? Ey, spinnst du? Sehr schön, sehr schön. 45 Meilen noch. Sehr schön. Okay, da geht die Spur eh wieder mal zusammen. Und hoch den Berg. Sind wir hier schon in Gefahr? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ich glaube fast nicht, ne? Aber ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Hier ist sehr schön, das Meer zu sehen. Hoffe ich zumindest, dass das Meer ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, muss ich auch zugeben. Ah, und unser Mensch wird müde. Macht nichts, wir sind ja gleich am Ziel. Ah, komm, das geht, ich will nicht runterschalten. Ich muss mich ja hier eh schon aufs Lenken mehr als genug konzentrieren. So, ewig beschleunigen brauche ich hier nicht mehr. Denn wir sind schon da. Ach doch, hier waren wir schon mal. Da sind wir nämlich zum falschen hingestellt. Hingefahren, wer sich erinnert. Wie macht man das? Da kommen wir eh nicht durch jetzt, ne? Aber das passt auch sehr gut, wir werden dann gleich tanken noch. Ah doch, geht sich aus.
Dann, ah, es wird ja mal sehr fetzige Musik, ne? Während unser Typ hier schon fast einschläft. Aber keine Sorge, Leute, er ist erst rot. Ja, ich weiß, du bist müde. Hallo, da kommt ein Kollege vorbei. Sehr schön. Es geht ja doch noch. Keine Ahnung, warum er den noch nicht genommen hat. Upsa. Nein, also vorher schon besser gestanden, aber gut. Mir soll es ja egal sein. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt tanken. Ja. Dann hauen wir uns ins Bett. Schauen wir mal, was reingeht. Schade, dass wir keinen Rabatt kriegen, weil wir ja gerade Propan gebracht haben, ne? Liter ist auch nicht gerade wenig, ne? Aber da drüben kann man uns dann gleich schlafen legen, freut mich sehr. Wenigstens das erlauben sie uns, ne? Irgendwo? Ah ja, hier mitten. Mittenweg. Dürfen wir stehen bleiben. Sehr gut. Ach so, ja. Ich wollte eigentlich jetzt noch kurz vorher abmoderieren, aber gut, dann machen wir es halt jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator. Ich habe mir das eben angeschaut mit einem Custom Trailer machen. Es gibt ein Programm in einer Beta-Version. Das ist aber aktuell der Download über Dropbox und der generiert aktuell zu viel Traffic. Von dem her kann ich es aktuell nicht runterladen, aber ich habe mir schon ein paar Dings angeschaut. Vielleicht dann bis zur nächsten oder übernächsten Aufnahme sollte ich das zusammenbringen. Hoffentlich. Cooles Lied jedenfalls gerade im Hintergrund. Wir fahren wieder mal für Galon. Und zwar zurück nach Arizona. Ich will dann versuchen, hier St. Simon Grand Canyon zu erreichen. Schauen wir mal. 21.000. Whoops.
zu schnell von der Kupplung runtergegangen. Da wird doch keiner kommen jetzt. So. Ja, wir sind anscheinend aktuell zum Galon Zulieferer und Wegtransporteur geworden. Die letzten Aufträge waren ja immer für die, na, aber was soll's? Wir bezahlen auch immerhin gut. Oh, 184.000, wir könnten also eine Garage kaufen. Geil. Frachtmarkt. Genau, dann lass mich das mal eben aufschreiben. Ochsnert nach Tuxen. Also in Arizona. Wir könnten uns dann schon anstellen hier, die Leute. Ethan, 17 Tonnen. Um 21.263. So viel, wie wir in den letzten Tagen für Galon gefahren sind, ne? Ist der hier oder auf der... Ne, auf der Rückseite. Ich sehe es blinken. Ja, wie ich in der letzten Aufnahme schon gesagt habe, habe ich hier umgestellt auf dieses Nvidia Codec. Das hat's gebracht, Leute. Die 40 Minuten, die wir vorher aufgenommen haben, sind gleich groß wie die 20 Minuten oder so, die wir vorher hatten, und sie ruckeln nicht. Was natürlich sehr von Vorteil ist. Einmal aufsatteln. Und auf geht's. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass man nach wie vor noch immer keine Jessica Driller bekommen haben. Das irritiert mich eigentlich ein wenig sogar. So, da müssen wir ziemlich sicher schlafen. 16 Stunden. Where is the map? Da ist die Map. Dann oh. Hahaha. Da werden wir anders fahren. Und zwar so. Und dort schlafen wir auch dort in der Nähe. Fahren wir ein wenig länger. Ist auch ein bisschen mehr Kilometer, glaube ich. Aber was soll's. Das hält mich nicht davon ab. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es dann bis zur nächsten oder übernächsten Aufnahme, diesen Trailer zu basteln. Beziehungsweise habe ich mir schon überlegt, es werden vielleicht mehr als einer. Mal schauen.